Stört es dich, dass wir hier sind? Ist dir das hier zu laut? Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich dies auch erscheinen mag.
können uns gerne mit Klopfzeichen verständigen. Ein Klopfzeichen ist Ja und zwei hintereinander folgende Nein. Weiß nicht, ich finde da, wo folgen möchte, ist schon gut bestimmt. Ja. Stört es dich, dass wir hier sind? Ist dir das hier zu laut? Weiß nicht, ich finde da, wo folgen möchte, ist schon gut bestimmt. Ja. Stört es dich, dass wir hier sind? Ist sie jetzt hier zu laut? Stört es dich, dass wir hier sind? Stört es dich, dass wir hier sind? Ist dir das hier zu laut? Willst du neben mich kommen? Ist dir das hier zu laut? Willst du neben mich kommen? Ist dir das hier zu laut? Willst du neben mich kommen? Ist dir das hier zu laut? Willst du neben mich kommen? Bist du aus Bad Berka? Als er uns gehört hat, aber als du die Frage gestellt hast, war sofort da ein Klopfen oder so. Okay. Also aber auf Stein. Bist du aus Bad Berka? Als er uns gehört hat, aber als du die Frage gestellt hast, war sofort da ein Klopfen oder so. Okay. Also aber auf Stein.
Bist du alleine hier? Da war wieder ein Klopfen gerade. Bevor du die Frage beendet hast, war da ein Klopfen. Okay. Bist du alleine hier? Da war wieder ein Klopfen gerade. Bevor du die Frage beendet hast, war da ein Klopfen. Okay. Nicht mit Absicht, wenn ich habe mich jetzt. Ich glaube, du bist es nicht. Ich glaube, du warst das nicht. So, das Ding ist aus. Das sind keine Radio. Ja, und das ging von dahin. Oh. Oh ja, so gut. Das war sehr gut. Würde ich sagen. So. Ja. Hat dich jemand hierher gerufen? Das war gut. Was? Hat dich jemand hierher gerufen? Das war gut. Was? Vater unser, der du bist im Himmel. Wohnst du hier? Das hast du nicht erhalten. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht meine Füße bewegt. Es klang wie langsame Schritte über uns. Okay, aber das hier nicht. Wohnst du hier? Das hast du nicht erhalten. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht meine Füße bewegt. Es klang wie langsame Schritte über uns. Okay, aber das hier nicht. Ja, vielleicht wenn ich erst sowas zeige. Das kam von da, oder? Nee, das ist von draußen gewesen, glaube ich. Das hast du so wahr gehört. Ja, klar. Ja, vielleicht wenn ich erst sowas zeige. Das kam von da, oder? Nee, das ist von draußen gewesen, glaube ich. Das hast du so wahr gehört. Ja, klar.
Ja, ich hab's auch. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.